Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Akademie, im letzten Jahr hatten wir Sie begleitet mit ganz verschiedenen Elementen in dem sogenannten Triduum vom Gründonnerstag bis zum Ostersonntag. Annette Schavan, die ehemalige Bundesministerin, hat über die Zeit des Karsamstags gesprochen, wo vieles schon vergangen ist und eben noch nicht alles neu begonnen hat. Im Moment scheint für uns so eine Zeit wieder zu sein. Corona ist vorbei und doch spüren wir noch die Wirkungen, die Nachwirkungen. Wir merken, es ist noch nicht ganz vorbei, es kommt etwas eventuell nochmal nach. Der Ukraine-Krieg erschüttert uns in unseren Festen im Vertrauen auf Frieden. Und wir wissen trotzdem noch nicht, was kommt in diesem Jahr noch alles. Was wird uns in den nächsten Monaten erwarten? Und mittendrin dieses Osterfest. Der Karsamstag, das Leid des Karfreitags ganz besonders im Mittelpunkt und dann der Ostersonntag und der Ruf des Auferstandenen, Friede sei mit dir. Fast paradox in der aktuellen Zeit. Trotzdem wünsche ich Ihnen diese Hoffnung des Osterfestes, dass Sie aufbrechen zu Neuem, dass Sie Horizonte gemeinsam öffnen, weil es ins Diesseits eine Gelassenheit gibt. Und weil wir mit der Hoffnung von Auferstehung und Ostern nicht stabil im Glauben stehen, sondern wie der Thomas, der Apostel, erschüttert sind, ins Zweifeln kommen und vielleicht dadurch viel mehr an das, was im Leben Hoffnung gibt, herankommen können. Verehrte Damen und Herren, das ist ein Ostergruß aus einer Akademie, die auch aus einer Zeit der Pandemie kommt, mit unserem Podcast mit Herz und Haltung. Jetzt schon seit 2 Jahren sind viele von Ihnen fleißige Hörer. Aber auch einer Akademie, die wieder startet mit vielen Programmpunkten. Dass Sie heute das Video sehen können, liegt auch daran, dass Sie unseren Flyer, unser neues Programm in den vergangenen Tagen zugesandt bekommen haben. Von Mai bis August die nächsten Veranstaltungen. Wir freuen uns auf Highlights wie ein Gespräch mit Wolf Biermann, Begegnungen mit dem Theologen aus Freiburg, Professor Stried. Wir freuen uns auf Wahlforen zu den Landratswahlen in Zwickau und über Debatten über Demenz in Leipzig und in Dresden. Gemeinsam begehen wir mit der Caritas des Bistums 100 Jahre unter dem Titel Gemeinsam und freuen uns über politische und kirchliche Prominenz, die mit uns streitet, wie es weitergeht mit dem Sozialen in den nächsten Jahren, gerade nach der Pandemie. Und wir starten einige Exkursionen. Schon heute lade ich Sie herzlich ein zu den Salzburger Hochschulwochen als Summer School im Sommer, zu Dostojewski-Literatur und einer Begegnung mit russischer Kultur und Literatur im Mai in Bad Kösen. Gerade jetzt in dieser Zeit umso notwendiger, die russische Seele zu verstehen und damit keine Erklärung für diesen Angriffskrieg und keine Entschuldigung zu finden, aber vielleicht Menschen, die sich engagieren für Freiheit und für Frieden in Russland zu stützen, auch von hier aus, von Europa aus. Sie merken, wir bleiben dabei. Gemeinsam öffnen wir Horizonte. Diesen Gruß und diesen Wunsch sende ich Ihnen herzlich hier aus unseren neuen Büroräumen in der Schlossstraße 24 und lade Sie herzlich ein. Kommen Sie hinein in unsere Foren, in Dresden zum Beispiel über den neuen Haupteingang direkt an der Schlossstraße. Lernen Sie unsere Debattenorte kennen, streiten Sie mit uns und streiten Sie vor allen Dingen mit unseren Gästen. Aber jetzt erstmal ein frohes und gesegnetes Osterfest. Ihre Akademie. Die Katholische Akademie im Bistum Dresden-Meißen.